Hi. So, heute wollte ich euch mal meinen mein Notfall-Medikit vorstellen. Das ist mein Rucksack, mein Arbeitsrucksack oder mein Buschkraftrucksack. Und das habe ich seit circa 8 Jahren so in etwa in dieser Tasche. Und mit der Zeit habe ich einige Sachen ausgetauscht oder erneuert, weil sie abgelaufen waren, wie zum Beispiel Medikamente, unter anderem Glyphosat C oder Ibuprofen. Also, wir fangen hier mit diesem sogenannten Faulenzer-Mäppchen an. Das habe ich seit genau 8 Jahren. Das hat schon ein paar Spuren bekommen. Und als ich das damals zusammengestellt habe, hat mein Sohn, der war damals, ich glaube, 5 oder 6, hat er gemeint, er müsste, als er mich gefragt hat, was das ist. Und ich sagte ihm, das ist ein Medikit. Hat er mir da ein Kreuz drauf gemalt. Also, darin enthalten sind, ich habe die in Ziploc-Bags eingepackt. Als erstes ein Messer von SOG, keine Ahnung, was das ist, aber es ist sau scharf und schwer. Kann man benutzen, um zum Beispiel solche Bandagen zu schneiden. Hier ist also schon mal die erste Bandage, das Messer. In diesem Ziploc-Bag befinden sich Desinfektionstücher, 2 Stück. 4 Meter Duct Tape aufgerollt oder zusammengerollt. 4 Meter. Jod. Wobei ich eine Idee habe, dass ich die in eine kleine Sprayflasche einfülle, um besser dosieren zu können. Noch eine Bandage. Und jetzt kommt's. Das sind eigentlich Slip-Einlagen. Und dann denkt man sich, was zur Hölle macht jemand mit Slip-Einlagen? Jede Frau weiß, dass diese Dinger saugfähig sind wie nichts anderes. Ich habe mich verletzt am ganzen, hier am Arm. Dann lege ich das hier drauf und verbinde das mit Bandage oder mit Duct Tape. Das saugt Blut auf ohne Ende. Also habe ich 3 Stück davon eingepackt. Hier in diesem Ziploc-Bag. Habe ich Lutschbonbons, die eine Art Kombination von Kohlenhydrate und Proteine beinhalten, inklusive Magnesium. Sodbrennenblocker. Weil ich habe relativ oft Sodbrennen. Nochmal zusätzliche Magnesium-Tabletten. Magentabletten für Magenverstimmungen aller Art.
sei es auch im Wald, wenn man das Wasser nicht richtig abgekocht hat oder hat sich sonst irgendwie den Magen verdorben. Dann habe ich hier Laktosetabletten, weil ich habe eine Laktoseintoleranz. Das ist, weiß der Teufel, nicht wirklich lustig. Weil wer auch eine Laktoseintoleranz hat, der kennt die Folgen. Und das ist nicht schön. In einem weiteren Ziploc-Bag sind nochmal Laktase-Tabletten. Kriprostat C. Ibu Akut. Koffeintabletten. Ibuprofen. Ibu 400. Ibu 400. Nochmal Koffein. Von Zeit zu Zeit tausche ich diese Sachen aus oder verbessere das, was darin ist, wo ich denke, was zum Beispiel vor einem halben oder einem Jahr genau richtig war in diesem Kit. Das kann heute verbessert werden. Also es ist nicht schlecht, was damals war. Aber es kann heute verbessert werden. Und darum geht es, wenn man sich ein Kit zusammenstellt, dass man überlegt, was war früher gut, was ist heute besser, was kann ich heute besser machen zu dem, was ich früher gemacht habe, was ich zusammengestellt habe. So, dieses Medikit ist nur mit, ein minimales Kit fürs Bushcraften oder für überhaupt unterwegs zu sein. Im LKW habe ich auch ein komplettes, es hätte es ja vorgeschrieben. Das ist eigentlich immer im Rucksack. Ob das im Bushcraft-Rucksack ist oder in meinem Arbeitsrucksack, das habe ich immer dabei. So, ich hoffe, mein Video hat euch ein bisschen geholfen beim Überlegen, was man so zusammenstellt, was man benutzen kann. Und ich würde mich über Kommentare freuen. Bewertungen, Subscriber sowieso. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis die Tage. Tschüss. Thank you.